internationalen Berchtenlauf mit 8 Gruppen aus der Mühlviertel und Steyr hier in Zwettl an der Rodel. Hinter den Lauersteiner Schirchbergen begrüßen wir dann aus St. Leonhard, die St. Leonharder Bergen und das letzte Bergen. Ja, es ist voll geil! Und die Bergen kann man auch gescheit verarschen und das taugt sich recht. Kulinarische Starter mit Dulz, mit Hintergrund und dem Brotwürfer. Und wer noch nicht wissen sollte, was er heute Abend tun möchte. Wie gefällt es dir denn da in der Zwillau? Ja, es ist voll super. Es ist einfach cool. Was sagst du als Gemeindearbeiter zu diesem Berglauf? Ja, es ist wieder ein voller Erfolg, was wir alle Jahre haben. Natürlich tolle Sache für Zwillau. Dreht sich immer darum, ist natürlich eine Werbung auch für die Wirtschaft rundherum, wenn sich dieses Szenario da in der Zwell ausspielt, weil sonst ist es nirgends. Und wenn man die Leute alle kennt, die was ein bisschen herkommen, da mit den Rennern, jeden gefällt es, jeden ist toll, tolle Sache. Und ich sage, die Wirtschaft lebt und das ist das Wichtige. Wie gefällt es euch Berg da jetzt wieder? Ja, ich finde, es ist eigentlich so wie jedes Jahr, ich finde es immer wieder lässig. Die Leute passen auch, es sind keine aggressiven Leute oder sowas da. Mir taugt es eigentlich schon, ja. Was war der Grund für dich als junges Mädel, dass so eine Berggruppe dazugeht? Es ist einfach der Brauchtum und der Brauchtum, der gehört wieder wiederbelebt. War sowas. Und es ist einfach ein riesen Gaudi, dass man da mitmacht. Der
was, sagt der Engel, wenn es unter lauter so reue Burschen unterwegs ist. Ja, es ist nicht ganz leicht, aber man versteht sich ja gut mit der Erde und man braucht sich ja überhaupt nicht fürchten. Und es ist eigentlich ganz harmlos. Nationalen und internationalen Berglauf in Zwettlandhohl mit dabei zu sein, einer der bestbesetzten des Landes. Wie viele Menschen sind es in der Gruppe da und was sagst du zur Veranstaltung? Ja, wir sind ungefähr 5 Menschen oder so. Wir haben eine Hex, 2 Berchten und ein paar Hängerl haben wir auch. Und ja, in Zwell ist eigentlich unser Lieblingslauf, das taugt uns immer recht, das ist ein Heimlauf. Da können wir sie präsentieren, da sind keine Absperrungen, da können wir zu den Leuten zu, da können wir Kontakte knüpfen. Das ist eigentlich ein Wahnsinn, ein Zweller Lauf. Nicht futtern und nicht bei den Hörnern nehmen. So, momentan sind sie im ganzen Zentrum unterwegs, wohin man schaut. Schon die Langenstorner Schirchberchten. Wie viel Verband hat sie heute da? Au, 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 au. Das sagt er los. Das war das große Finale beim internationalen Berglauf in Zwettlandhohl. Lassen Sie ihn